es ist ja immerhin noch Kleinkunst und keine Arena-Show. Ja. Aber wir sind auf dem guten Weg. Aber Arena-Shows ist ja natürlich ein gutes Stichwort, da hast du mir eine Steilvorlage gegeben. Du spielst ja nicht nur in so kleinen Hallen, sondern du hast ja dieses Jahr auch das ein oder andere größere gemacht. Du warst mit Marius jetzt on the road, das Unplugged-Ding habt ihr zusammen gemacht, ja. War das das erste Mal, dass du mit Marius so zusammengearbeitet hast? Oder? Das war sehr seltsam, weil ich habe mich gewundert, Marius gestand mir dann ja hinterher, als ich jetzt bei ihm war, rekrutiert letzten Sommer für die MTV-Geschichte, dass er mich immer verfolgt hat, weil das ja die Songdogs, meine Band, die ja auch sehr Tom Petty, Stones und die Geschichte davor orientiert ist. Man kann ja seine Herkunft irgendwie nicht leugnen musikalisch. Deshalb, und seine Musik ja auch eigentlich sehr Stonesy ist und Bluesy teilweise, nicht nur teilweise, ist eigentlich der Faces, Stones, Black Crowes mäßig. 70er, 80er, Marius. Genau, genau, von allen deutschen Künstlern, die ich kenne. Das heißt, die Musik von ihm liegt mir sehr. Ich finde seine Texte auch absolut anders als Lindenberg oder Maffay sowieso. Und ich bin jetzt dadurch, dass ich mit dem arbeite, auch erstmal in die Texte eingetaucht, wie genial auch Marius' Texte sind. Aber die Story war, das ist so das Typische, dass man zu Hause sitzt und sagt, warum ruft mich eigentlich keiner an? Warum habe ich keine Gigs? Und alle denken, Kalk Halden hat sowieso zu viel zu tun. Bei ihm war es anders. Der dachte, ja genau, der ist ja da unterwegs und da unterwegs. Und hat es einfach nicht gewagt, aber hat einfach nicht gedacht, hätte mich gerne gewollt, aber hat erst ganz spät durch einen Zufall, als wir beide als Gast bei Udo auf der letzten Tour waren, da war er bei Udo in der Garderobe und ich lief auf dem Gang vorbei. Und hat quasi um deine Hand angehalten. Ja, er schrieb plötzlich, Karl Kalten, Mensch Udo, Karl Kalten ist hier und so. Sag, ja, so, Udo, ja, du spielst schon lange Ponyorchester, ne? Jahrelang, ja, ja. Panikfamilie. Und dann, so hat sich das dann ergeben. Und ich habe eine fantastische Zeit mit Marius, muss ich sagen. Shows vor der Backe, also vor dem Bug, nicht vor der Backe. Jetzt im Dezember noch 3 und ja, dann ist erstmal, dann kommt der Weihnachtsmann mit der Rock'n'Roll-Gitarre. Nein, ich war sehr überrascht, als ich dieses Marius-Ding im Fernsehen gesehen habe. Ich muss sagen, ich bin nie wirklich ein großer Fan von ihm gewesen, aber ich fand diese Unplugged-Nummer extrem gut, weil sie so authentisch war und er hat auch einen Großteil der aus meiner Sicht der Kredibilität sich zurückerobert, die er sich vielleicht die letzten 10, vielleicht auch 20 Jahre irgendwie verspielt hat durch verschiedene Aktionen. Das habe ich oft gehört und das habe ich eben nicht erlebt und habe mich halt gewundert, Mann, der Mann ist so großzügig, so generous und so easy im Umgang. Was meinen die bloß alle? Und da sagten einige inklusive, oh nee, das darf ich jetzt nicht sagen, aber einige Einige sagten, ja okay, dann hast du die und die Zeit nicht miterlebt. Aber was auch immer ihn dazu bewegt hat, so zu sein, wie er jetzt ist, also ich genieße das. Und vor allem, was man auch genießen muss, ist diese Band, weil es ist eine sagenhafte Band, der Trommler von Spin Doctors, Aaron Gomez und Kevin Benz von Boss Gags Band am Piano, Rob von den Black Crowes an den Tasten und so weiter. Und du hast wirklich Jack Daly, der 12 Jahre Lenny Kravitz spielt jetzt bei Little Steven. Also du hast nur so wunderbare Musiker und alles. Und da gibt es schon wieder gleich die nächsten Geschichten, die du einsammeln kannst für vielleicht eine dritte absolut. Runde. Ohne Ende. Ja. Also es ist wirklich, ich bin außer ein paar Background-Sängern, bin ich glaube ich der einzige Deutsche in der Welt.
Und auch das, obwohl deine Vita ja auch nicht typisch deutsch ist. Nein, ja, das nicht, aber mhm, ich sage das nur, weil man, das Management mir auch sagte, dass Marius sich halt so freut, dass er auf der Bühne, als ich dann auch direkt neben Marius platziert mhm wurde, so im Setting auf der Bühne, ich sagte, warum das denn so sei, ich als Neuer und so, ja, er freut sich so, dass er mit dir kommunizieren kann auf okay Deutsch. Mhm. Und das wiederum auch dann ein bisschen dem Publikum gut tut, okay, als nur in Englisch. 6'4"